So, Freunde, moin! Was geht? Ich bin's wieder, euer Dennis am Start und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Testvideo. Heute mal um Sie 2 in Hamburg auf der Innovationslinie 109, also zumindest ist einer der modernsten Add-ons, die wir gerade hier haben. Aber vor allem aufpassen, Freunde, alle OMSI-Fans. Ich glaube, ab Oktober gibt es auch eine neue Add-on hier in Hamburg. So heißt es, die Hamburg Hafen City. Da bin ich auch mal ziemlich gespannt, wie gut die das gemacht haben, weil ich auch mal öfters gerne mal rumputscher, da. Und jo, wir düsen jetzt mal mit der 109 zum Rathausmarkt von Alsterdorf aus. Fahrt in 4 Minuten, bestätigen wir. Gut, wunderbar, alles klar. So, wupp. Dann machen wir mal die Schotten dicht hier. Und fahren mal da vorne ran. Allerdings, ich habe ein Lenkrad hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht oder nicht seht. Wäre ich auch gerade egal, wie gesagt, das ist nur zum Testen. So, gut. Alles klar. Na? Hm? Hm? Ja? Hm? Hallo? Hallo? Na, ich gebe jetzt einfach mal Gas. Ne, passiert nichts. Hm? Hat er das nicht? Hallo? Ich habe auf Lenkrad umgestellt. Tastatur. Ja. Tastatur. Okay, Tastatur. Dann stellen wir das Lenkrad erstmal neutral. So, und jetzt unser. Ja. Hallo. Mich verarschen hier oder was? Was ist los, hä? Willst du Stress oder was? Warte mal, Freunde. So, alles dran? Was ist los? Aufs Maul oder was? Na gut, wir gehen mal schnell in die Option rein. Eingabegeräte war das, glaube ich, ja. Aktualisieren. Alles eure Schuld da vorne, ihr Scheißfahrgäste. So, Triggerfinger wird geladen. So. Vor Fahrtantritt. Mal richtig knacken lassen hier. Ha! Da ist er. Einmal rüberziehen. Ah. Da ist er. Da ist er. Wunderbar. So. Dann wollen wir mal kurz konfigurieren. Ja. Lenkung. Ah, okay. Lenkung. Kommt ja auch noch dazu. Ah, er ist schon aktiv, oder was? Hm? Hm? Warum dreht er sich nicht? Du fette Sau! Hm? Was soll das denn? Warte mal, wir gehen mal raus hier. Wenn es jetzt halt nicht hinhaut, dann fahren wir halt so. Oh, nö, macht doch nicht. Oh. Ah! Hm? Was denn? Was ist los? Hallo? Hallo? Also Lenkrad ist neutral? Macht er nicht. Ach, das war's. Scheiß drauf. Wir fahren mit der Tastatur. Ist gut. So, platsch. Runter mit dir. Verpiss dich. Tastatur her. So. Mein Gott. Kriegen wir auch so hin. Mal einen Schluck Kaffee. Den minimieren wir mal wieder. Und dann los geht's. So. Wir haben ja kein Elektrofahrzeug. Also können wir hier uns auch nicht runterstellen. Und illegal über Vattenfall zapfen. So. Na, die Haltestelle ist auf. Hallo, bleibt doch mal stehen. Hallo. Hallo, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Nach Bagdad oder was? Hier ist Einstieg. Bitteschön. Da. Hallo. Hm? Guten Tag. Nix was denn? In Hamburg sagt man Moin und Tschüss. Alles klar? Kapitsch? Comprende? Stück Scheiße. So. Ja, auch Fahrgäste müssen was lernen.
Disziplin ist angesagt. So, los geht's. Ab zum Rathausmarkt. Rot, ja, grün. Grüne Welle. Grüne Welle ist immer gut. So. Und einschlagen. Super. Yeah. Was wollte ich noch mit dem Uralten? Ah, jetzt macht das automatisch. Cool. Und letztes Mal hat das nicht automatisch gemacht. Da muss ich immer die Q-Taste drücken. Von alleine manuell vorzuschalten. Dass die alten Busse hier noch fahren, also Freunde. Das sollen sie echt mal aktualisieren. Was? Halt's Maul, Oma! Willst du ein neues Gebiss haben oder was? Hä? Und nicht mal das kriegst du da hin mit der Schnabeltasse. Da bin ich mecker ich auch. Oh. Noch was? Hä? Ja, Oma, sei froh, du bist doch eh taub. Du bist Klappergerüst. Ui, was wollen Sie denn? Ich war anständig. Kackwurst. So, komm. Zicke, zacke, zicke, zacke. Geht doch. Und mir gleich so. Dieses Gemotze, ey. Was wollen Sie denn? Meine Fresse. Setzt euch mal selber hin, der Steuer. Halt's Maul! Weil ich meinen Führerschein gemacht hab? Auf dem Dom. Ja? Wichswürste. Meine Fresse. Guten Tag. Hä? Moin. 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 Geht doch. Alkohol. Meine Herren. Aber was ich gerne mal wissen möchte, was für ein Bus dieser AGG, was für ein Hersteller das ist. Aber ich kenne einige davon, von Volvo, Solaris, MAN, oh, und Benz halt, ne? So, wenn ihr schon freiwillig nach vorne kommt, halte ich hier auch an. Oh, Entschuldigung. Oh, oh sorry. Guten Tag. Moin, moin. So. Ey, hab ich gesagt, komm rein oder was? So, Mahlzeit. Ich hab noch nichts gegessen. Spacko. Das heißt, moin. Moin und tschüss. Mehr nicht. Schmutzlocken. Wilhelm Metzger Straße. Der Metzgermeister. Also wer hier raus will, der soll sich das gut überlegen. Bevor er in den Fleischwolf reinkommt. Wie, es kommt wieder gleich ein Kommentar. Wie fahren Sie denn? Mann, es ist ein Automatikbus. Wichswürste. Meine Herren. Schlimmer als kleine Kinder, ey. So. Moin, moin. Moin. Diese Tür, ey. Meine Güte. Unmöglich, die Leute. Sirichstraße. Bramkamp, ja. Ach ja, ja, stimmt. Vorne fährt ja die U-Bahn von Alsterdorf hier nach Lattenkamp darüber. Stimmt. Das ist ja die U1, nicht die U3.
Wein. Pineapple. Moin! Kackstulle! Aufpassen! Ah, lauert schon wieder ein Taxi da hinter mir. Ah ja. Lattengammstieg. Ah, ich habe Fahrscheinverkauf hier ausgemacht, stimmt. Oh, hier ist 30er Zone. Wenn wir 35 fahren, ist ja ruhig wohl. Oh, das war einfach Leerlauf. Auch schon wieder ein Taxi. Auch ein Taxi. Taxi. Ja, das ist das Doofe immer an der Tastatur. Du musst mal drücken, drücken, drücken. Und vor allem, wenn er gerade die Kupplung da setzt. Dann ruckelt er ja auch. Finde ich das auch im Lenkrad ein bisschen einfacher mit Pedalen. Aber gut, das Ganze werde ich mal einstellen und dann fahren wir mal einen Nachtbus demnächst zusammen. So. Rathaus Merkner, Altona. Oh. Der Kinderhort. Ne? Ja? Freddy Krüger schon bei euch? Hä? Moin. Alete kotzt das Kind. Moin. Das ist ein O-Ton, ey. Spinnst du? Wie denke ich denn eigentlich? Ja. Winterhude. Ja, wie oft war ich hier schon gewesen, weil ja vorne eigentlich ein ganz guter Plattenladen ist, ne? Aber wer kauft sich denn heute schon CDs? Wenn man das sich schon digital runterladen kann. Ist doch viel einfacher ist, ne? Wie gesagt, also bei meinem Online-Shop, beziehungsweise meine Firma, biete ich auch nur digitale Sachen an. Außer Konsolen, das wird natürlich alles verschickt. Ja, und Zubehörkram, Merchandising, so. Das wird natürlich alles verschickt, das ist klar. Auf normalen Wege, Versandwege. Aber jetzt so wie Spiele und sowas, das ist alles nur digital zu erwerben bei mir. Moin. Da, hä? Moin. So, komm schnell. Grüne Ampel. Muss ich aufpassen hier. Ja, sehr gut. Genau, hier ist die Richtstraße. Übergang zu U3, dann heißt es Madame, ja? Ja, die Hochbahn schläft ja auch manchmal. So. Sehr schön. So. Oh, noch früher morgen. Wie gesagt, ich bin eigentlich komplett durch mit den ganzen Arbeiten. Nur ich muss jetzt vom Großhändler auf die Ware noch warten. Und dann kann es auch richtig losgehen, Freunde. Da gibt es auch die richtige Telefonnummer. Support-Telefonnummer. Könnt ihr gerne auch beim Kundenservice anrufen. Wenn die Bestellung entgegengenommen wird. Oh ja. Oder sonst irgendwelche Fragen oder so. Alles klar. So. Rein. Tag. Diese Tür. Pass auf, Taxifahrer. Pass auf. Feines Arschloch. Maria-Luisen-Straße. Anhalten. Anhalten. Hey, du Krebskopf. Anhalten. An. Pussylein, du spast.
doch los, komm. Hopp. Du Teufelsfabel. Ach. Oh, jetzt kommen mal keine Beschwerden mehr. Wow. Wow, ich fühle mich geehrt, ihr Stück Scheißis. Ihr Wichswürstel, so. Will jemand raus? Nein, raus, nein. Gibt's nicht. Hallo. Wie antworte ich eigentlich drauf? Ich sagte, es heißt Moin. Kackstullen. Analritter, ey. Schlitzpisser. Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön, denn dann kann man solche Leute wie euch Arschgesichter sehen. Der Alltag eines Busfahrers, Freunde. Oh, wir können noch Glück haben mit der Ampel. Gut abgepasst. So. 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 Zack. Moin. Komm, die Ampel will ihn haben. Komm. Oh Mann. Scheiß drauf. Nur am Arsch vorbei. Habt ihr was gesehen? Sorry, aber... Das ist auch noch ein Spiel. Nein, nächste Ampel halte ich an. Es gibt ja auch einige Kraftfahrzeugführer, aber ich gerade sagen, Kraftfahrzeugfahrer, die genauso agieren, die einfach über Ruf fahren. Obwohl die eigentlich schon vom Bremsweg her bremsen hätten müssen. Ja. So. Oh, ja, komm, grün. Einmal länger als eine Sekunde wieder. Wunderbar. So, ihr Schappi-Fresser. Oh, wir können hier einfach mal stehen bleiben. Hallo, ein Bus kommt ja. Oder kommt ihr? Egal. Moin. Moin. Musste mal gesagt werden. Sophienterrasse, jo, das Kreiswehrersatzamt. Hier musste ich damals hin. In der Musterung. Aber das Kreiswehrersatzamt gibt es ja heute gar nicht mehr hier. Das ist, glaube ich, aus einem Flüchtlingsheim oder so, keine Ahnung. Habe ich zumindest mal um die Ohren gehört. Ne? Ja. So. Guck mal. Da hinten will doch keiner raus. Oder will ich mal raus hinten? Oh. Jo, jo. Das ist auch eine geile Gegend eigentlich. Eigentlich. In Anführungsstrichen. Da kenne ich aber schönere Ecken. In Hamburg. Alster Chaussee. Jawoll. Wir haben es fast geschafft, Freunde. Oh!
Jo, Dennis, gut gemacht. Das hat er gerade gepasst. Als wie die Ampel der Blitz beim Scheißen trifft. Kackstollen, Arschgesichter, I Fettsack sitzt hinter mir. Oh Gott, ich muss nachher zum Arzt, ey. Mal krank schreiben lassen. Aber eine Arbeitsunfähigkeitsbestätigung. Da hinten sitzt nämlich die Pest hier hinter mir. Da kommst du wieder in der Pest. So, Fontenay. Fontenay, das habt ihr aber gut geändert, ey. Oh, das habt ihr echt gut geändert. Aber wo ich damals hier zum Kreiswehrersatzamt gefahren bin, wurde noch Fontenay gesagt. Ich habe damals das erste Mal da hingefahren, Fotzenay verstanden, ey. Fontenay, Fotzenay, hä? Ja. Dass ich mal ausgestiegen bin und mal auf den Fahrplan geguckt habe. Fontenay. AI, nicht Fotzenay. Das ist typisch Dennis. Ja, aber es klang wirklich so. Akustisch, ja. So, und jetzt sind wir auch gleich im Dammtor. Planten und Blumen. Also wer ins Kino möchte oder nach Planten und Blumen zu den Wasserlichtspielen gehen möchte, möge bitte hier aussteigen. Cool, dass man die Kurven immer hinkriegt hier. Mit den Kannsteinen an der Haltestelle. So. Ihr stinkt. So. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie an Bord hier der Linie 109 auf der Hamburger Hochbahnlinie des Busses von Alsterdorf aus in Richtung Rathausmarkt. Wir begrüßen Sie an Bord hier und wünschen Ihnen eine angenehme Todesfahrt. Jawohl. Gleich sind wir in der Stadt. Ich würde da schon mal aussteigen. Nein. Dann geht lieber nochmal ins Einkaufsparadies. Wäre gesünder für eure Gesundheit. Alles so stillschweigend, so schnell. Ich kann gerade rüberziehen hier. Sehr gut. So, Stephansplatz. Sehr schön. Klappt super, wunderbar, astrein. Ja, hier, rechts, Planten und Blumen. Aber irgendwie... Muss ich mal ganz ehrlich sagen, die ist ein bisschen doof gemacht hier. Das hätten sie besser machen können mit Planten und Blumen. Weil hier die Figuren so her, Denkmal hier, ist geil gemacht, aber normalerweise Bude hier, ja, normalerweise würde ich hier eigentlich einen See sehen. Also das könnten sie eigentlich auch noch mal verbessern hier.
Weil auch von der Beleuchtung her im Park. Das können sie echt mal ändern. Ey, sehr schön. Kontakt. Wunderbar. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht hier. So einen kleinen Eingang hier hin basteln. Weil Planten und Blumen. Wie gesagt, das ist Wasser da vorne. Es ist richtig, dass zwar Bäume sind da ohne Ende, aber man sieht auch ein Tor hier. Und eine Flagge. So. Aber gut. Die haben sie ja schon ganz gut gebessert hier. So. Wupp. Was zupfst du denn so? Stinkstiefel. So. Da wollen wir mal vorfahren. Auch das A ist cool. Das haben die richtig gut gemacht. So. Gut, dann haben wir es ja gleich geschafft. So, noch ein Gänsemarkt, Jungfernstieg. Und dann haben wir es geschafft, Freunde. Entschuldigung. So, Tür ist ja schon geschlossen. Also nochmal. So. Das war rüberziehen. So. Die Gänse. Gänsepastete. Die Gänsepastete. Ja, die müsste ja Lebermarkt heißen. Leberpastete. Aber wieso bin ich doof? Wieso ziehe ich hier eigentlich rüber? Das ist doch links. Genau, da haben wir jetzt auch eine Kontaktschleife hier. So. Wir wollen ja nicht ganz rein Richtung Neuer Weih hier runter. Wir wollen auf der Straße bleiben hier. Auf geht's. Hä? Das, wow. Ah, Polizeischutz hinter mir, das ist gut. Über GTA. Also Zuckung oder was? Hallo, nicht drängeln. Ladies first. Ach, du bist ja auch eine Lady. Witz des Jahrhunderts. So. Kommen wir scheißen. Super, dass es so gut klappt. Wunderbar. Echt bekleistert. Oh, Hamburger Stadtrundfahrt. So, einen haben wir noch. Also jetzt einsteigen ist echt bescheuert, ne? Weil da vorne ist auch gleich schon der Rathausmarkt. Bei dem schönen Wetter würde ich da auch lieber hinlaufen. Davon mal abgesehen, dass hier am Tag echt sehr viel los ist. So, komm. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Mach ich schon mal dicht. Super. Wehe, ich hab hier gleich rot. Steige ich aus. Krieg hier eine Kopfnuss. Sehr gut.
Da bremst sich halt nicht gereicht für den Bus. Das kann ich ja jetzt rechtfertigen. Ja. All change, please. Sehr gut. Oh, das war doch mal eine super Fahrt. So. Das war doch mal eine super Fahrt, Freunde. So. Okay. Super, wir sind pünktlich. Da gucken wir uns eben noch mal die Fahrerakte an. Jetzt bin ich mal gespannt. Ruppig. Ruppig, naja. Ich weiß zwar nicht eben was. Ich weiß zwar nicht, was eben gerade los war in Alzerdorf, aber Gott. Ruppig, wow. 56,2% Fahrgastkomfort, 74,9%. Ja, kann man mit zufrieden sein. Cool. Jo, Freunde. Dann würde ich mal sagen, das war's hier. Von meiner Seite aus. Von Omsi 2 hier. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und wie gesagt, wenn ihr herausgefunden habt, was für ein Hersteller der Bus hier ist, außer dass das AGG, ja, Van Hool, wie gesagt, wenn, ob das wirklich so heißt, keine Ahnung, oder ob das Volvo ist, schreibt das am besten einfach mal unten in die Kommentarleiste rein und jo, ich freue mich hin. Also, ich bin jetzt raus. Bis in der Endsequenz. Ja, Freunde, das war halt nochmal eine erfolgreiche Fahrt hier von Alzerdorf aus nach Rathausmarkt. Super, schönen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Also bleibt sauber, haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wieder auf das nächste Video und zwar Hamburg Tag und Nacht wieder auf der 688 Linie Nachtbus von Rathausmarkt nach Altona, Freunde. Also haut rein, ciao, euer Dennis, ich bin jetzt raus hier.